Dieses Türkisblau hatte mir wohl den Kopf verdreht. Nein, wir waren nicht in der Karibik, sondern auf den Lofoten. Eine Inselgruppe in Norwegen, die über dem Polarkreis liegt. Über Airbnb mieteten wir einen VW-Bus, um auf vier Rädern die Inseln zu entdecken. Natürlich war meine Drohne Mavic Pro dabei. Und weil es so schön hier ist, filmen wir das Ganze noch im Rückwärtsflug. Oh oh, meine Drohne ist abgestürzt. Wahrscheinlich hier in so eine Stromleitung geflogen. Ich habe zuerst das Signal verloren, jetzt habe ich wieder eines. Und ich sehe sogar auf der Kamera eine zwei dieser Stromkabel und irgendwie einen Berg im Hintergrund. Gehen wir mal auf die Suche. Vielleicht ist ein Stein kein Berg. Okay. Und es sollte ein bisschen mehr da oben sein irgendwo. Vom Signal her? Hä? Vom Signal her? Von der Karte her müsste es etwas mehr dort oben sein. Okay, gehen wir ein bisschen. Da ist sie. Hast du sie? Da ist sie. Oh! Oh, das sieht nach vier Steinen aus. Wo? Oh, hier liegt sie. Also da ist Moos. Moos auf Stein, ja. Hey, Baby, das ist noch ganz. So, der Ui, sind beide weg. Nein, sie sind reingeklappt. Ja. Was soll das tun? Aber hier, da, ja, das ist easy. Ja, hick, nicht so schlimm. Easy. Die Kamera geht irgendwie, glaube ich, auch noch. Der Gimbal war overloaded, aber jetzt sieht eigentlich so... Ach, krass. Eigentlich... Okay, wir versuchen sie dann, wir müssen noch abladen. Dann versuchen wir es nochmal. Also ich hoffe, sie fliegt noch. Okay, Drohne wieder gefunden. Eigentlich sieht es recht gut aus. Jetzt Härtetest, ich hoffe, sie fliegt wieder. Versuchen wir es mal. Halleluja, es fliegt. Es fliegt, es filmt. Scheint alles zu funktionieren. Yeah. Bin schön froh. Super. Die Reise kann weitergehen. Let's go. I wanna be happy, 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 day and night. Wanna be alright, happy. I wanna be lovely. Beim Absturz meiner Drohne ist ja, so wie es aussieht, bis jetzt nicht allzu viel passiert, aber der Propeller hier hat es ein bisschen beschädigt und auch hier hat es einen Riss und deshalb werde ich die jetzt ersetzen. Das habe ich schon, als ich die Mavic Pro bestellt habe, habe ich Propellerersatz bekommen und ich habe vorher kurz ein Tutorial geschaut. Gut, habe ich auch hier ein bisschen Internet. Wie das geht, ist zum Glück auch ganz einfach. Also, hier Propeller. Ich muss ihn runterdrücken und dann drehen. Kann ich auch machen, wie das aussieht? Was, Scheier?
Du willst wissen, wie das aussieht? Also hier runter drücken und drehen und dann kommt das raus. Und dann nehme ich hier einen neuen. Aufstecken. Drehen. So, gewechselt. Noch der zweite. Aufstecken. Drehen. Gewechselt. So sieht es aus. Okay, Shaya, gut. Gut. Okay. Ich werde sie später noch mal neu kalibrieren und nochmals testfliegen. Kompasskalibrierung starten. Yes. Entferne dich von Störquellen, halte einen Abstand von ca. 1,5 Meter. Fluggerät waagerecht und 360 Grad drehen. Okay. Drehe das Fluggerät senkrecht um 360 Grad. Das war's auch schon. Okay, ganz einfach. Drehen 360 Grad, nochmal drehen 360 Grad in jede Richtung. Und jetzt, okay, mache ich nochmals einen Testflug. Testflug gut abgeschlossen. Ich ließ eben die Drohne gestern bereits einmal fliegen und als ich sie automatisch zum Homepoint zurückholen wollte, da wollte sie mir irgendwo im Meer landen. Und da hatte ich das Gefühl, nicht gut. Jetzt habe ich alles neu kalibriert, neue Propeller und alles hat einwandfrei funktioniert. Bin wirklich sehr, sehr froh, dass die Drohne noch funktioniert. Meine Drohne funktioniert wirklich einwandfrei und ich durfte noch viele schöne Aufnahmen auf unserer Reise in Skandinavien machen. Ich werde dir in anderen Videos noch mehr zeigen. Ich habe bereits zwei Videos aufgenommen mit meiner Drohne. In einem geht es um 10 Tipps rund ums Drohnenfliegen. Also wenn du Anfänger bist oder dir überlegst, ob du eine Drohne kaufen willst, dann zeige ich dir das. Ich habe neu jetzt auch noch einen Ratgeber zusammengestellt, wo ich dir wirklich einfach auch die rechtlichen Fragen aufzeige, wie und wo du fliegen darfst, wie es mit dem Personenrecht ist und so weiter. Also hole dir doch meinen Ratgeber. Ich werde dir unten im Text das einblenden oder auf der Seite im Video findest du das i, dort kannst du draufklicken und dann kommst du auch zu meinem Ratgeber, den du gratis herunterladen kannst. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch, teile mein Video und wenn du auch mal auf den Lofoten warst oder sonst eine Frage hast, einen Kommentar, schreib ihn doch auch hier unten ins Feld. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Abonniere mich, dass du die nächsten Videos nicht verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.